1992 erschien Mario Paint für das Super Nintendo und war sofort ein riesiger Erfolg. Das war eigentlich auch keine Überraschung. Das Spiel kam mit einer Computermaus, die man an seine Konsole anschließen konnte. Das machte das Super Nintendo dann ja fast zu einem Heimcomputer, die ja eigentlich viel, viel teurer waren. Und man konnte stundenlang Spaß mit diesem Spiel oder besser gesagt Programmen haben. Jeder, der damals einen Computer mit Windows 3.1 oder einer ähnlichen Version besessen hat, hat wahrscheinlich genauso wie ich mit Paint rumgespielt und mit diversen Malwerkzeugen Kunstwerke erschaffen. Einfach mal mit dem Graffiti-Tool über die weiße Fläche gefahren und zack, hatte man ein tolles Kunstwerk. Und das war jetzt auch auf dem Super Nintendo möglich und das sogar noch besser, weil mit Mario und so. Erfolgreiche Produkte locken natürlich auch immer Nachahmer an. Als Kind hatte ich so ein Produkt. Ich hatte nicht die coole Maus und auch keine Möglichkeit, mit Mario Musik zu machen. Ich hatte Fun-Games. Ein billiges Cover begrüßt hier einen, aber es verspricht immerhin Spaß und Spiele. Naja, schauen wir mal zusammen rein. Was bietet uns dieser billige Mario Paint Abklatsch wirklich? Kann er vielleicht sogar die Konkurrenz sein? Okay, das wäre wohl auf jeden Fall zu hoch gegriffen. Fun & Games wurde 1993 veröffentlicht, 1994 dann für den Mega Drive. Und jetzt wird es verwirrend. 1995 wurde noch ein Spiel mit demselben Namen für das 3DO veröffentlicht. Dieses hat jedoch mit dieser Version nicht viel gemeinsam und wurde auch von einem anderen Entwickler umgesetzt. Die Super Nintendo Version, um die es in diesem Video geht, wurde von Leland Interactive Media programmiert. Die Firma wird euch jetzt erstmal sicherlich nichts sagen. Also, was haben die denn sonst so gemacht? Sie wurde erst 1992 gegründet und war daher zu dem Zeitpunkt noch nicht lange auf dem Markt, wobei 1992 gegründet ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Die Firma hatte da nämlich schon einige Namensänderungen hinter sich. Gegründet wurde sie nämlich schon 1975 unter dem Namen Cinematronics Inc. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sie natürlich Arcade-Spiele, darunter auch das bekannte Dragon's Lair. 1987 ging die Firma jedoch pleite und wurde von Trade West aufgekauft und unter dem Namen The Leland Corporation neu gegründet. Der Name Leland ist dabei der Nachname einer der Gründer. 1993 wurde die Firma dann in Leland Interactive Media umbenannt und 1994 war dann der Spuk vorbei und die Firma ging endgültig pleite. Aber warum war das denn so? Was hat eine Firma mit einer so langen Geschichte denn Anfang der 90er Jahre herausgebracht? Die haben unter dem neuen Namen leider nicht wirklich etwas Gutes herausgebracht, unter anderem Double Dragon 5 und Kyle's Petty's No Fear Racing. Alles leider keine wirklich guten Spiele. Da ist eine gute Firma einfach langsam, aber sicher durch zu viele Hände gegangen und dann einfach versackt. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema dieses Videos. Fun & Games, der Mario Paint Abklatsch. Die erste Verwunderung kommt sofort. Die SNES-Maus ist hier nicht zwingend notwendig. Ihr könnt sie zwar benutzen, müsst ihr aber nicht. Kleine Empfehlung, solltet ihr aber definitiv. Ich habe als kleiner Stöpsel alles mit dem Controller steuern können und das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ähnlich wie Mario Paint habt ihr verschiedene Kategorien zur Auswahl. Kommen wir zu der ersten Spielefunktion, dem Malen. Aber ganz ehrlich, der macht hier nicht wirklich Spaß. Und das liegt vor allem an den fehlenden Optionen. Zum eigentlichen Freihandzeichen gibt es nur ein Maltool, einen ganz normalen Pinsel. Keine Airbrush-Funktion oder ähnliches. Immerhin könnt ihr dabei ein paar Farben auswählen und natürlich die Dicke. Dann gibt es hier natürlich noch das Radiergummi und das Farbfülltool. Ja. Das war es dann auch. Hier wurde wirklich nur das absolut Notwendigste eingebaut. Als Erweiterung gibt es immerhin Malvorlagen, die man dann farbig ausmalen kann, diverse Cliparts und Stempel. Die bringen euch aber auch nicht mal ansatzweise weiter, weil die Motive natürlich sehr generisch sind. Mit dem Nintendo-Charme wie Mario Paint wäre die Funktion vielleicht noch ganz nett gewesen, aber generische Malvorlagen ausmalen war sogar für mich als Kind ziemlich doof. Kommen wir mal zum Fun, also zu den Games. Und da gibt es genau zwei. Mehr braucht man ja auch nicht, um so ein Modul zu nennen. Sonst wäre es ja Fun-Game. Naja, Hoffnung auf Spielekracher sind natürlich nicht gerade hoch, aber schauen wir mal rein. Den Anfang macht Mouse Maze. Das Spiel ist schnell zusammengefasst. Ihr seht es auf den ersten Blick, es ist ein schlechter Pac-Man-Klon. Das Spielprinzip ist ja unverwüstlich, aber eines haben sie richtig verhauen. Die Steuerung. Ihr wundert euch vielleicht im Hintergrund, wieso ich dermaßen verliere. Ganz einfach, mit der Super Nintendo Maus ist es ein Ding der Unmöglichkeit, das Ganze zu steuern. Ich weiß, die Maus ist hier optional, aber bei so einem Programm ist es ja schon eher gewünscht. Wieso konnte man da die Steuerung nicht anpassen? Das andere Spiel ist Space Laser, schön mit Z bei Laser. Muss ja auch cool sein. Bei diesem Spiel zeigt sich, wie wenig das Gesamtpaket durchdacht ist. Hier ist es nämlich umgekehrt. Die Maussteuerung ist wesentlich besser als die Controllersteuerung, während man bei dem ersten Spiel also denken konnte, hey, da war halt eher der Controller im Fokus und die Maus eben optional. Widerspricht sich hier das Spiel?
Das eigentliche Spiel ist dabei aber natürlich sehr simpel gehalten und ist eine Art 3D-Shooter. Mit einem Raumschiff navigiert ihr durch den Raum und schießt Gegner ab. Und auf dem Radar könnt ihr dann immer sehen, wo Fieslinge lauern. Herausforderung ist hier gleich 0 und der Ablauf immer derselbe. Das Ding wird schon nach einer Minute sau langweilig. Kommen wir zum Musikabschnitt. Und eines vorweg, das ist mein liebster Abschnitt. Dabei wird euch hier natürlich nur das Nötigste geboten. Ähnlich wie im großen Vorbild Mario Paint platziert ihr verschiedene Instrumente auf diverse Spuren. Die Auswahl der musikalischen Möglichkeiten ist dabei okay, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Mit ein paar Klicks kann man dort durchaus was zusammenstellen, was nicht komplett nach Mist klingt. Auch hier empfehle ich euch wärmstens die SNES-Maus, damit könnt ihr dann doch etwas besser zurechtkommen. Kommen wir zum letzten und vielleicht die Kategorie mit dem größten Fragezeichen dahinter. Was soll das denn sein? Hier warten euch zwei Programme, aber die sind im Prinzip gleich und total vergessbar. Das eine ist ein Anziehspielchen, bei dem ihr eine Puppe die verschiedenen Kleidungsoptionen durchwechseln könnt. Das andere ist so ein typisches Mischspielchen. Das seht ihr hier gerade selbst, worum es da eigentlich geht und das muss ich euch nicht erklären. Also, Fun and Games, eine ernstzunehmende Konkurrenz zu Mario Paint? Auf gar keinen Fall. Hier wurde eindeutig nur auf die schnelle Mark geachtet. Selbst wenn Mario Paint nicht diesen speziellen Nintendo-Share-Arm hätte, wäre dieses Problem nur wesentlich schlechter. Es fehlt hier wirklich an allen Ecken. Das Malprogramm hat so wenig Optionen, die Spiele sind seltsam ausbalanciert und total vergessbar. Einzig das Musikprogramm ist okay, aber das sagt im Vergleich nicht viel aus. Ich merke bei diesem Test mal wieder, wieso ich mich auch als Kind nicht mehr als 10 Minuten mit dem Ding beschäftigt habe. Es ist einfach nur dröge, einfallslos und total vergessbar. Das war der Großtest zu Fun & Games für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.